So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark Souls 3. Grüß euch. Okay, also wir haben zwei Wege. Entweder den hier oder den da unten durch. Ich bin einmal für den da unten durch. Dann schauen wir mal, was da passiert. Mal schauen, ob da auch wieder ein Bossgegner kommt. Zack. Hier ist mal nix. Hier kann ich runtergehen. Schild drauf. Wahrscheinlich nur ein Item. Nein. Ah, da gehen wir lieber nicht weiter. Da ist nix mehr. Okay, was haben die da in der Hand? Die wollen was stützen damit. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Egal, wir gehen weiter. Also hier unten geht es mal nicht entlang. Da oben liegt ein Item. Und da ist ein... Okay. Eine Leiter. Ah! Grüß Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Das war daneben. Ich bin hinter dir. Ich bin immer noch hinter dir. Jetzt nicht mehr. Oh, er tut sich schützen, der Mausibär. Dass du dich schützen? Das bringt da auch nichts. So, flieg um und stirb. Dankeschön. Gargoyle Flammenhammer. Ja, wird sicher nicht schlecht sein. Okay, Moment. Okay, da oben ist das Bonfeuer. Nehme ich mal stark an. Die Leiter ist ziemlich lang. Da unten geht's dann weiter. Da nach unten. Okay, Momental, ich möchte nur kurz was nachschauen. Ich schätze mal, dass mich die Leiter wieder retour bringt. Ich möchte nur kurz mal schauen. Ich möchte nur kurz schauen. Wir sind eh schon oben. Ah, das bringt mich zu dem Item. Seine rostige Münze, gleich zweimal. Und da drinnen war das Leuchtfeuer. Okay, okay, okay. Und es bringt mich auch, wie gesagt, es bringt mich halt wieder zurück zum Leuchtfeuer. Gut, gut, gut. Gut zu wissen. So, Schild drauf. Dann gehen wir da entlang. Da haben wir so ein Viech. Da muss ich drüber springen. Hopp! Lauf, 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 lauf. Sehr gut, was kriegen wir? Titanitbrocken, komm. Ah, das geht sie. Ich kriege immer nur Funkeltitanit. Okay. Da unten sind wieder diese Wasserkreaturen, diese Schirchen. Die kennen wir auch schon. Was haben wir da hinten? Auch ein Item. Das holen wir uns gleich. Lila Moosklumpen mit Blume. Ja, das ist halt für Regeneration von Gift. Das heißt, es heilt uns gleich automatisch. Brauche ich allerdings nicht. So, hier sind wir vorkommen. Das heißt, wir gehen einmal hier entlang. Da haben wir noch ein Item. Da vorne haben wir noch so einen Funkelkäfer. Rostige Goldmünze. Ist da irgendwann... Nein! Nein, nein, nein! Okay. Kann passieren. Okay, ganz ruhig. Wir sind zwar vergiftet, aber das interessiert keinen. Was haben wir hier für ein Item? Gift. Giftiger Edelstein. Ja, das war unbeholfen. Okay, wir gehen gleich wieder da zurück. Wir scheißen aber auf den Gargoyle, der hinter mir kommt. Drachentöter Großpfeile. So, ich sterbe jetzt häufiger. Man merkt's, ich tue mir langsam schwerer. Der letzte Part war ja jetzt auch nicht besonders aufregend. Okay. Pfeifen wir auf den Gargoyle? Ich glaube schon, oder? Obwohl, wir müssen wieder retour. Ja, greif mal an. Mach mal schnell. Der dauert eh nicht lang. Eins, zwei. Schild drauf. Schild drauf. Eins, zwei. Schild drauf.
Ja, Schild drauf. Mehr als dass ich drücke, kann ich nicht tun. Trink was. Schild oben lassen, sehr gut. Ja, der blockt das alles, der miese Wichser, hä? So, aber jetzt. Du bist echt ein Schwammerl. Okay. Wieso tue ich mir jetzt auf einmal so schwer? Nimm deine scheiß Deckung runter. Nimm deine scheiß Deckung runter. Nimm deine scheiß Deckung runter. So, das Leuchtviech ist da weg. Das heißt, auf der Seite war es. Ich habe das Loch wirklich nicht gesehen. Ah, und dann sind wir da unten gestorben. So, ab geht's. Eins. Verdammt. So. Funkeltitanit. Ja, was sonst? Was steht da? Versucht rechts. Ich versuche rechts. Ja, toll, da komme ich wieder dann wieder da runter, wo ich halt meine Seelen verloren habe. Wir gehen gleich runter. Ich probiere nur etwas anderes. Was ist, wenn ich da runter gehe? Achso, von da bin ich ja runter. Ah, da bin ich ja runtergefallen. So. Ab geht's. Komm her, Mistviech. Aufpassen nur. Genau, mit dem Trick hat sie mich umgebracht. Moment, da liegt noch einer. So, trink. Ja, das macht schon mehr Giftschaden da. Fluchbissring. Ich habe noch immer keine Ringe ausgerüstet. Meine Güte. Alter, da sind noch urviele. Okay, wir beginnen einmal rechts. Der scheint mir am nächsten zu sein. Einmal. Komm, 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 geh rauf da. War das gerade ein Läuterungsstein? Das ist kein gutes Zeichen. So, schlag schnell hin und trink. Bevor wir da krepieren. So, dann haben wir den auch. Dann haben wir den auch. Ja, jetzt können wir wieder farmen gehen. Und wie wir farmen gehen. So, eins, zwei. Trinkt man noch was? Holen wir uns den Typen da vorne auch noch. Da haben wir auch noch ein Item. Da liegt auch noch einer. Was haben wir da? Ein Beichtstein. Okay, diesmal kein Bleichstein, sondern ein Beichtstein. Okay, da ist eine Türe. Moment da. Allerdings geht es hier auch noch rauf. Mit einer Leiter sogar. Gut, dann trink mal was. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht sterbe. Wie viele Estos haben wir noch? Vier. Das ist nicht wirklich viel. Okay, das Ding da drinnen bewegt sich. Das ist nicht gut. Gehen wir mal da kurz rauf. Aha. Eine besondere KI. Alter! Alter! Trink, 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 trink! Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ah, du bist ein Arschloch da oben. Okay, nochmal den gleichen Weg. Haben wir irgendetwas, was Gift reduziert? Was verstärkt den Angriff, solange er andauert? Was soll denn das bedeuten? Regeneriert TP von kritischen Angriffen. Regeneriert TP von kritischen Angriffen? Keine Ahnung. Kritischen Angriffen auch, aber FP. Okay, ich schätze mal, das ist die blaue Leiste. Was haben wir da? Verstärkt Angriffe bei voller TP.
erhöht Schadensminimierung bei geringer TP. Erhöht magischen Angriff auf Kosten der Schadensminderung. Was? Verringert Belastung, erhöht körperlichen Angriff. Verringert Belastung und erhöht körperlichen Angriff? Okay. Verstärkt Konterangriffe bei Stoßwaffen. Verstärkt Pyromantie. Ich habe keine Pyromantie. Verstärkt Wunder. Ich bin kein Zauberer. Verstärkt Wunder enorm. Ich bin kein Zauberer. Verkürzt Zauberwirkzeit. Ich bin kein Zauberer. Verringert Zauber-FP-Verbrauch, aber verringert auch TP. Toll. Erlaubt Einstimmung zusätzlichen Zauber. Ich bin kein fucking Magier. So, erhöht Fluchresistenz. Ja. Erhöht Giftresistenz. Das ist schon mal gut. Blutungsresistenz erhöht Dunkelschadensminimierung. Okay, gut, das ist mir eigentlich ziemlich arsch. So, ich bin noch immer. Wieso bin ich noch immer? Setz dich da hin. Ich hol mir meine Seelen jetzt wieder. Und den Typen da oben machen wir Meier. So, du hässlicher Gargoyle. Dann komm mal her. Schild drauf. Da kommt er schon. Komm runter. Kriegst mal zwei gleich mitten in die Fresse. Schaut, wie schnell das geht. Es ist echt komisch. Manchmal brauche ich länger, manchmal nicht. So, allerdings würde ich jetzt den anderen Weg gehen. Und zwar den über das Klettergerüst. Nämlich alle Viecher da unten muss ich jetzt nicht wirklich umbringen. Genau, und da drüben sind wir gestorben. Also da oben halt. Und da hinten war noch eine Tür. Das heißt, wir springen einmal, hup, da mal runter. Dann rollen wir mal dorthin. Wir rollen einfach weiter. Einfach weiter rollen. Scheiß auf die. Genau, somit sind wir nicht mehr vergiftet. Und die Viecher da unten können mich kreuzweise. Dann trinken wir einen ordentlichen Schluck. So. Somit fällt mal der Giftschaden weg. Das ist schon mal gut. Und jetzt machen wir den Typen da oben kalt. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt schaffe. So, da war er. Und genau, da ist er. Das scheint ein böser Magier zu sein. So, Backstep. Toll. 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 Fick dich. So. Wie viel gibt er mir? 4000er. Gegenstand aufnehmen, okay. Schriftrolle von Logan. Logan. Moment mal, Logan. Der kommt, glaube ich. Ja, ich glaube in Dark Souls 2 auch vor, das war ein Zauberer. Wenn mich nicht alles jetzt täuscht. So, was passiert da? Okay, da ist auch ein Item. Lauter Items da, das ist ein Wahnsinn. Oh, Giftpfeile. Das ist ja wunderbar prächtig und es wurde gleich automatisch ausgerüstet. Ja, super, super, super. Kann ich mich nicht beklagen. Schauen wir nochmal ganz kurz da nach hinten. Okay, entweder lasse ich mich da runter droppen oder ich gehe darauf. Ich gehe mal darauf. Schauen wir uns mal hier um. Ah. Feind voraus. Okay. Mal ganz was Neues. Oh, das ist ja Tarnung, deshalb Angriff. Tatsächlich. Jetzt können sie sich sogar noch unsichtbar machen. Vorsicht vor Hinterhalt. Nur Versuch gut hinsehen. Okay. Wo bin ich jetzt? Ah, da vorne ist auch noch ein Item. Schlüssel des Wärters. Okay. Keine Ahnung, was sich der bringt. Da können wir runterdroppen. Ah, da unten waren wir auch nicht. Da waren die ganzen Ratten. Und da ist der Riese ja gestanden. Genau, soll ich da mal runtergehen? Ja, warum nicht, oder? So, ab geht's, auf die Nüsse. Batz! Rollen! Sehr gut.
Scheiße. Ja. In Massen sind die böse. Und rollen. Sehr gut. Schlag. Alter, du sollst... Haben wir's? Ich glaube, wir haben's, oder? Bist deppert. So, was haben wir da? Große Titanitscherbe. Sehr gut, brauchen wir für unseren Bogen. Große... Was? Gott? Wie? Was? Ich habe keine Ahnung. Und nochmal. Sehr gut, wir können unseren Bogen raufbringen. Das ist auch sehr gut. Wie viele Ratten kommen da? Irgendwann reicht's auch. So, jetzt haben wir zwei Wege. Entweder den hier. Alter, irgendwann reicht's auch. Und den hier. Gehen wir mal... Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal da entlang. Aha, da ist wieder ein Fahrstuhl. Ein fahrender Stuhl und er geht rauf. Okay, ich weiß, wo uns der hinbringt. Ich weiß es. Ich weiß es. Allerdings bringt uns der nichts mehr. Leider Gottes bringt uns dieser Fahrstuhl nichts mehr. Der bringt uns da zurück zum Bonfire. Das war eh sowas von klar. Aber wie gesagt, der bringt uns nichts mehr. Na gut. Na komm. Ein bisschen schneller. Kommen da unendlich viele Ratten? Kann schon möglich sein, oder? Ja, da kommen schon die nächsten. Okay, wir gehen den Weg da entlang. Mal schauen, wo uns der jetzt hinbringt. Ich würde gern wieder retour. Hurra für Leiter. Okay. Das ist eine Mimik? Tatsächlich. Also man kann es auch übertreiben mit diesen scheiß Mimiks. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal krepiere. Weg! Weg! So. Drachentöter Blitzpfeil. Okay. Die sind für den großen Bogen. Nicht für den kleinen, den ich habe. Da brauche ich den Drachentöterbogen dafür. Damit ich die Pfeile verwenden kann. So, was ist das? So weit oben. Okay, hier ist nichts. Hier können wir wieder raus. Was bringt sich das, wenn wir da rausgehen? Ah, dann komme ich daher. Ach so, damit ich das Item da drüben krieg. Ach so. Na gut. Das ist jetzt unnötig. So. Jetzt muss ich nur noch den Weg wieder zurückfinden. Es ist zwar nett, dass ich da jetzt eine Abkürzung gefunden habe, aber ja, mehr bringt sich das auch nichts für mich. Kann ich da runterfallen? Bin ich nicht da irgendwo rauskommen? Ich weiß es nicht mehr. Wisst was? Wir machen uns das jetzt auf einfach. Bevor ich da depper dummer dumm suche, machen wir den hier rein. Und porten uns zurück. Nein, nicht zum Feuerband schreien. Ach, kann ja nicht wahr sein. Meine Güte. So, Reise, Reise. Ja, dahin. Blutroter Moosklumpen. Mhm.
Okay, dann gehen wir nochmal den gleichen Weg, oder? Vielleicht ist ja da hinten irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir einige Items da drinnen liegen lassen. Die können wir uns eigentlich holen. Ohne Probleme, wir haben auch wieder fast ein Level. Glaube ich. Wir nehmen uns wieder mit, was geht. Na komm, schlag auf mich ein. Hallo? Alter, er macht jedes Mal den gleichen Dreck, dann schlagen wir nur einmal hin. Hallo, mach was. Ja, aber nicht das. So, stirb. Nein, ich will nicht zurück. Gott sei Dank hat er mich gefragt. So, jetzt kriegen wir nochmal die große Flammenhammer, ja. So, wir gehen aber den gleichen Weg jetzt nochmal. So, da links. Dann davor. Da rechts. Davor. Und darüber. Hopp. Komm, 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 beweg dich. Sehr gut. Wir sind wieder nicht vergiftet. Aufhör mit dir da. Also das bringt sich, also der Weg hier bringt sich rein gar nichts. Wenn man da vorne das Leuchtfeuer gefunden hat, bringt sich der Weg rein gar nichts. Aber ich möchte halt schauen, was da noch gibt. Genau. Da würde ich dann runterdroppen, das ist gut. Nämlich da oben hat es ja das eine Loch da gegeben. Moment, ich zeig's euch gleich. Genau das hier. Zack. Götterzorn. Also das bringt sich eigentlich für mich rein gar nichts, hier herumzurennen. Was ist das hier? Ist das eine Hand? Ich glaube, das ist eine Hand. So, wenn ich gehe, wird er mich wahrscheinlich nicht hören. Die Viecher sind sicher eklig, gegen die zu kämpfen. Okay, Moment. Wow, das ist wirklich eine Hand. Und die hat Schmutz. Wow, urgrindig, als wäre das Sperma oder irgend sowas. Wow, ist das grindig. Weg da. So, sind die Viecher noch unter mir? Nein. Gut. Die gehen wieder zurück auf ihren Platz, anscheinend. Okay. Da hinten war was, oder? Habe ich doch gesagt. Vergiftet, okay. Na, gehst du darauf jetzt? So, die Türe, genau, von der Türe habe ich geredet. Die können wir sogar öffnen. Was ist da dahinter? Ich möchte es gar nicht wissen. Alter, da drinnen sind... Okay, die wachen auch gleich auf. Wir machen Kamikaze. Läuterungsstein, okay. Unnötig. Und wieder raus da. Komm, 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 komm. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Also unnötig. Unnötig, unnötig. Also für mich ist es unnötig. So, Leuchtfeuer, letzter Rast. Ich glaube, wir sind da drinnen fertig. Mehr, glaube ich, gibt es da drinnen nicht. Ich habe auch jetzt nichts gesehen, wo ich irgendwo links abbiegen könnte oder sowas oder rechts abbiegen könnte. Es war einfach nur der Läuterungsstein drinnen. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gehen da entlang. Oh, nicht runterfallen. Moment mal, ist das ein Level?
Kann man das auch irgendwie so nachschauen? Ja, da, oder? Benötigte Seelen für einen Levelaufstieg. Ja, das ist ein Level. Dann holen wir uns das. So, Reise, Reise. Feuerbandschrein, bitte. Naja, die letzten paar Parts, die waren jetzt da nicht so atemberaubend, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall nicht so gut gespielt wie vorher, aber es wird auch schwieriger. So, aufsteigen bitte. Ja, ja, ja. So, Stärke gibt mir 2 Punkte und Geschick bringt mir 3 Punkte ein. Also wir nehmen Geschick. Wird mein Bogen auch dadurch verbessert. Okay. Reise, Reise. Gottlose Hauptstadt. Ich glaube, ein Aschefürst fehlt uns ja noch, oder? Ich glaube, ein einziger noch, dann haben wir's. Dann haben wir alle Asche, oder? Warte jetzt mal, ich muss... Ich weiß es nicht. Joam fehlt uns noch, das ist der Riese. Dann haben wir... Wen haben wir denn? Der Nordwindtal war ja der erste Boss, den wir getötet haben. Das war aber kein Aschefürst, glaube ich. Dann haben wir gemacht das Großholz. Das haben wir aber, das ist aber auch, glaube ich, kein Aschefürst. Genauso wie das der Kristallweise. Dann haben wir Wächter des Abgrunds. Das waren welche, wenn ich mich richtig erinnere. Hochfürst Wollnir. War das auch ein Aschefürst? Dann haben wir gemacht Diakone des Abgrunds. Aber ich glaube, das waren auch keine Aschefürsten. Dann den Sullivan haben wir gemacht. War das ein Aschefürst? Ich glaube auch nicht. Aber den Götterfresser, an den kann ich mich erinnern, dass das ein Aschefürst war. Okay. So, wir gehen da runter. Okay, das könnte lustig werden. Schau mal ganz kurz. Was war das? Was war das? Oh, Alter! Nein, ich... Ach, deswegen habe ich immer nur das Essos Flakon drinnen. Damit ich mich nicht immer verdrück. Okay, das schauen wir uns im nächsten Part an. Das könnte lustig werden. Auf jeden Fall bedanke ich mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.